Was geht's denn, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi 4 Traumteam-Brüder hier bei Crush 40 Freak 89. Heute schreiben wir jetzt den Sonntag, den 21. Juli. Das bedeutet nur noch 5 Tage bis Pikmin 3. Der Countdown läuft. Ich möchte euch gerne wieder daran erinnern. Jetzt, im letzten Part, haben wir wieder mal die Traumwelt betreten und haben jetzt eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Also eine ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, wenn jetzt ein Funkelstern ihn an seinen Schnauzer zieht, dann verändert sich das auch in der Traumwelt. Zum Beispiel, dass wir dann weiter vorankommen können. Weil jetzt zum Beispiel müssen wir erneut zur Traumwelt. Anscheinend können wir nicht weiter, bevor wir nicht diesen Kessel gerettet haben. Mario, wir müssen zurück in die Traumwelt. Na dann. Los, Luigi. Dein Einsatz ist gefragt. Ach, der hat's gut. Der kann sich immer wieder entspannen. Pass auf, Luigi, auf. Na dann. Ab geht's. Der gute Luigi hat's immer wieder gut, weil er so friedlich pennen kann die ganze Zeit. Also sein Heldenjob möchte ich haben. So, dann kommt noch Traum, Luigi. Also wir haben diesmal 4 Fenster-Albtraumsplitter zu beherrschen. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe 4 Albtraumsplitter befinden müssen. Die Anzahl der Splitter ist von der Traumwelt zur Traumwelt verschieden. Findet die Albtraumsplitter und zerstört sie. Nur so könnte er den gefangenen Kiste sein altes Leben wiedergeben. Könnte es sein, dass wir diesmal auch wieder einen Bosskampf erwarten. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt der Fall sein wird. Wäre auf jeden Fall ganz episch. Oh, oh, was geht denn hier? Oh, wir sind eingesperrt. Was soll das denn? Und da ist noch eine neue Luigi-Dings-Bumsi. Mario, Traum-Luigi, ich spüre, dass wir vielleicht in einer Falle stecken könnten. Zunächst einmal tief durchatmen. Also, wie kommen wir hier wieder raus? Seht ihr den Wirbelwind dort hinten? Ich spüre eine Luigi-Sion. Genau, Luigi-Sion. Wisst ihr noch, dass Traum-Luigi ein Element seines Traums hineinversetzen kann? Oh ja. Ja, das wissen wir nur zu gut. Ich kann es gerne noch einmal erklären. Nee, kannst du klingen. Aber natürlich, ich hatte deutlich gespürt, dass du die dann bereits in dir trägst. Die Erklärung bekommt ihr im letzten, gibt es im letzten Part, wer es verpasst hat. Sofort nachholen, das ist ein Befehl. Traumhaft, ich schätze deinen eigenständigen Charakter. Danke. Wieder eins mit dem Wirbelwind-Traum, Luigi. Okay. Kann man ja schon zur Genüge, einfach umwechseln mit der rechten Schultertaste und schon ist er selber der Wirbelwind. Hast du diesen Punkt erreicht, benötigen wir Hilfe von jemandem aus der Wachwelt. Wie zum Beispiel Funkelstern. Ich werde Kontakt mit der anderen Seite aufnehmen. Bin gleich wieder da. Okay. Achtung, halt. Hallo, ihr Süßer, spricht im Schlaf. Weißt du, wie ist das, ich deine Nase kratze? Hier ist ein Bart, jetzt die Nase, es gibt... Was bist du denn für ein Kleinkind, Mensch? Na gut, du sollst einen Willen haben, aber ewig mache ich das nicht mit. Hier, genau auf den Richtkorb, na gut, auf geht's. Kratze Luigis Nase, Achtung. Mies, Anfall, bam, und schon... Wow. Schon befreit er damit den Block. Also wenn man die Nase kratzt, dann muss Luigi niesen. Das ist so episch gemacht. Der Wirbelwind verursacht einen kräftigen Luftstrom über den gesamten Bildschirm. Dadurch bläst er Dinge aus dem Hintergrund näher an dich heran. Ich denke, du kannst alle möglichen Blöcke mit Luigis sanften Hauch bewegen. Einstweilen sollten wir ihn aber nur nutzen, um diesen Ort hinter uns zu lassen. Alles klar. So, aber zuerst mal bekommen wir den Nuss. Und jetzt, Wir müssen also den Wirbelsturm direkt vor den Block stellen, damit er dann zu uns rübergeweht werden, weil sonst kommen wir nicht an ihn ran. Okay, kratzen wir wieder mal seine Nase. Hatschi! Gesundheit! Und schon geht's wieder weiter. Lass ihn an.
Du. Gut, gehen wir. Ab geht's. Also Luigi, dann komm mal wieder her. Luigi-Sion, das muss ich mir unbedingt merken. Klingt schon ziemlich geil. Augenblick, ich muss mal schauen, das ist... diese verflixte Kamera. Sorry Leute, dass ihr euch das jetzt auch wieder antun müsst. Ich bitte das zu entschuldigen. So, das ist ein bisschen mittig rüberkommt, weil ich versuche jetzt möglichst Vollbild aufzunehmen ohne Ränder, aber das fällt mir natürlich schwer, weil die Kamera sich sehr leicht bewegen kann und auch wenn ich den 3DS spiele, dann bewege ich ihn auch leicht. So, jetzt müssen wir anscheinend die Kerzen ausblasen, das heißt also wieder Niesattacke. Gesundheit. Was? Die Kerze ist... Moment. Ach nein, wir müssen halt diese Blöcke hier aktivieren. Okay. Gesundheit. So. Geht doch, Mann. Nur wegen 5 Münzen. Lol. Ah, aber dabei kann uns Luigi auch behilflich sein. Das sieht mir schon eher nach einem... Das sieht mir schon eher nach was Abgreifbarem ist. Oh, Superpilz und jede Menge Coins. Ich bin eh so ein armer Schlucker. Ich brauche was fürs Mac-Menü. Ja, ich bestelle mir einen McChicken Burger Deluxe. Nom. Ja, normalerweise war ich früher nie so ein Burger-Fan. Aber seitdem ich mal bei McDonald's ein paar Burger probiert habe, zum Beispiel den Fischburger, der hat mir schon angefangen zu schmecken. Dann wollte ich den McChicken Deluxe mal ausprobieren. Boah, der war köstlich, Mann. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ah, und das erste Albtraum, der erste Albtraumsplitter. Der Splitter. Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker das war. Nom. Ich hab's so richtig genossen. Also mir hat's geschmeckt. Ihr könnt mir gerne auch eure Meinung zu den McDonald's-Burgern sagen. Okay, wir haben ein weiteres Kisso befreit. Du hast den zweiten Kisso gerettet. Da geht es jetzt zurück in die Welt, aus der er kam. Oh, das... Naja? Okay. Also, ich hab da, seitdem ich das gegessen habe, vor dem... Da auch der Burger ein bisschen gesünder ist, weil der quoll übervoll mit Salat. Oh mein Gott, als ich die Packung geöffnet habe, war die halbe Packung voll mit Salat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber ich glaube, so manche von euch kennen das eh, das Gefühl mit dem Burger und was auch immer. Ah, ich bin frei. Oh mein Befreiender. Oh mein Befreier. Kennen Sie den Rot mit imposanten Bart? Ich muss dir danken. Ich stehe tief in deiner Schuld. Und mir? Sag mal. Please. In der Traumwelt nichts für dich eine Prinzessin begegnet? Wie bitte? Eine Prinzessin? Nein, dazu fällt mir gar nichts ein. Wieder nix. Oh, nö. Sag mal. Eure Kleider kommen mir schon recht exotisch vor. Die beiden Latzhosen, der eine rot, der andere grün gekleidet. Dazu komm du dann mit ganz gelb und später nackt. Was? Wer ist hier nackt? Schau mal genau hin, du! Ich hab Schuhe an! Nur Schuhe, also... Jungs, ich glaube, ich brauche hier eure Unterstützung. Mit diesen... Modeunbewussten. Nebenbei gefragt. Erzähl mir doch mal eins. Wie seid ihr Kiss überhaupt in diese Spitterei geraten? Was? Das weißt du nicht? Ist das denn ernst? Erlaubt mir, euch aufzuklären. Wir Kisse bevölkerten diese Insel vor langer, langer Zeit. Unser Volk beherrschte die Kunst, sich innerhalb und außerhalb der Traumwelt frei zu bewegen. Und jetzt kommt eine kleine Rückblende. Hoffentlich brauchen wir nicht beide. Nein, das ist nur der obere Bildschirm. Nun, auf dieser Insel existieren zwei Steine. Der Traumstein und der Finsterstein. Und beide hatten die Kraft, Wünsche zu erfüllen. Der Traumstein war aus glücklichen Träumen heraus entstanden. Der Finsterstein jedoch war ein Ausdruck der Albträume, wie jeder einmal träumt. Und zwar die Rolle der Wächter über diese Steine zugedacht. Aber irgendwann wiegten wir uns zu sehr in Sicherheit und prompt stahl der Fledermauskönig Antasma den Finsterstein. Fledermauskönig?
Antasma, so heißt also der Typ. Ob das auch derselbe Typ ist, der die Prinzessin entführt hat? Er wollte sich mit dessen Hilfe seinen größten Wunsch erfüllen. Unter großen Risiken und enormen Kosten konnten wir ihn besiegen. Aber als Antasma in sein Gefängnis in Traumwelt verbracht wurde, da zerbrach er den von ihm gestohlenen Finsterstein. Und jetzt erst eignet sich die eigentliche Katastrophe. Ein schwarzer Regen aus Albtraumsplittern ergoss sich über die ganze Insel. Wer auch immer Kontakt zu jenen Splitter hatte, versteinerte auf der Stelle. Ach du heilige Kacke. Davon habe ich ja noch nie gehört. Daran bitte ich euch. Wir müssen so viel Kisse wie möglich helfen. Wenn wir treulich und tapfer kämpfen, kann das Kistenkönigreich wieder auferstehen. Und während wir diese glorreiche Mission erfüllen, stoßen wir vielleicht sogar auf die Prinzessin. Was? Der Frevler, der die Prinzessin Trombett entführt hat, du denkst, das könnte Antasma gewesen sein? Was geschah mit Antasma, nachdem ihn in die Trombett verbannt hatte? Meine Erinnerungen enden in jedem Moment, in dem Antasma gefangen und der Verbannung zugefügt wurde. Was sich dann ereignete, entzieht sich gänzlich meiner Kenntnis. Aber ich denke nicht, dass... Nein, das wäre völlig unmöglich. Na gut. Bloßes Spekulieren bringt uns auf jeden Fall nicht weiter. Unsere neue Priorität muss es sein, irgendwas von den geretteten Kissen zu erhalten. Also, fangen wir an. Na denn? Aber vorher... Wer hoch wollt, müsst ihr mich nur fragen. Ich helfe euch, wann immer ihr mich braucht. Ja, dann mach mal. Braucht ihr Hilfe? Ja. Na dann. Oh. Was sollte das jetzt? Okay, wir müssen wohl Interaktionen ausführen. So. Okay. Schon eine geile Sache. Was ist das? Oh! Ach so, so ein Wechselblock wie in Mario & Luigi Superstar Saga. Ich glaube, so etwas gab es ja nicht mehr, oder? Gab es das schon auch noch in Mario & Luigi 2? Ich glaube nicht. Und im dritten Teil glaube ich auch nicht. Oh, krass. Oh! Ich wollte mit Mario doch noch springen. Na, was soll's. Dann wird es Zeit, wieder Kammerjäger zu spielen. Und diese Spinnerinnen zu bashen. Kohle, Kohle, Geld, 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 alles meins. Oh, diesmal greift er direkt Mario an. Dachte, dass er noch vorher nach hinten fliehen würde. Was für ein geiles Toll. Aber Luigi liegt ja mit den Erfahrungspunkten dabei noch recht hinten. Das ändert sich aber dann wahrscheinlich, wenn sie dann über 1000 Erfahrungspunkte brauchen fürs nächste Level Up. Das wird ja bestimmt bald der Fall sein. Ich hoffe, wir erreichen bald die Oberfläche hier, weil so langsam... Gefällt es mir ja gar nicht mehr in diesen grausigen Katakomben. Ich hoffe, wir kommen wirklich bald mal nach oben. Es wird endlich mal höchste Zeit. Oh, was bekommen wir da? Geheimkarton? Das muss ich jetzt mal überprüfen, Mann. Ah, zu früh. Okay, der greift auch wieder. Nein, der greift von vorne. Ja, warte, F. Okay, das Angriffsmuster habe ich anscheinend immer noch nicht durchschaut von diesen... Spinnerinnen. Oh, aber wir haben jetzt den zweiten Ohreneffekt. Dann nutzen wir einen von ihnen. Okay. So heilen wir unsere Brüder wieder ein bisschen. Bam. Tschüss, Luther. Geh sterben. Okay, ich muss mir das jetzt mal angucken, was das jetzt für ein Geheimkarton war, weil möglicherweise ist da irgendein Item versteckt. Hinweis, denk dran, von Zeit zu Zeit Pause. Ach, halt's Maul, ich will weiterzocken, Mann. Sammlung vielleicht. Kiste, Bonusaufgaben. Ah ja, hier können wir die Kiste nochmal überprüfen. Im Kissenschloss gibt es 3. Also wir haben 2 von ihnen befreit. Status. Moment mal. Ah, Items. So. Geheimkarton. Vielleicht sollte man einfach mal einen ausprobieren. Ja, und wie soll ich das anstellen, ne? Und Augenblick mal, seht ihr, Augenblick, ich muss das erstmal wieder richtig in die Mitte verschieben.
Und jetzt guckt mal, was da noch Schönes zu sehen ist. Ein Bohnensymbol. Das bedeutet nur eins. Wir können wieder Bohnen ausgraben anscheinend oder Bohnen bekommen, hängt davon ab. Was das für eine was der Geheimkarton darstellen soll, das weiß keiner. Hier sind die Nüsse, sind die noch extra eingeteilt. Und Sirup natürlich auch. Okay. Dann zurück zum eigentlichen Geschehen auf dem oberen Bildschirm. Achtung, ein bisschen in die Mitte setzen. Sorry, dass das jetzt immer ein bisschen verrutscht werden muss, aber ich möchte sicher gehen, dass alles in Ordnung ist mit dem Bild. Ihr wollt auch ein schönes Bild haben, oder nicht? Natürlich wollt ihr das, Leute, von heute. Okay, dann mal weiter im Programm. Wir wollen hier noch rauskommen aus diesem stinkenden Spinnenverseuchten Katakomben. Vorher holen wir uns mal diese hübschen kleinen Items hier. Nüsse. Nom 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 nom. Ich bekomme auch wirklich schon etwas Appetit auf Erdnüsse. Wie steht ihr eigentlich zu Nüssen? Was esst ihr am liebsten für Nüsse? Also ich esse Erdnüsse und diese normale Nuss. Was ist hier? Schon wieder ein Kissen. Okay. Sonst ist ja nichts. Dann machen wir weiter. Besuchen wir erneut die Traumwelt. Anscheinend wechseln wir jetzt öfteren hin und her zwischen den Traumwelten. Vielleicht erwartet uns in dieser Traumwelt dieses Mal ein Boss oder eine neue Luigi Sion oder so. Schauen wir uns das mal an, was hier wieder so abgehen wird. Luigi! Eins? Diesmal ist nur ein einziges. Oh, da ist es schon und das ist groß. Aber wie sollen wir bitte schon da rankommen? Möglicherweise müssen wir da mit dem Niesen arbeiten. Das wird es wohl sein. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil das jetzt so dreidimensional dargestellt ist. Gibt es überhaupt Gegner? Ich weiß nicht. Das ist jetzt so blöd dreidimensional dargestellt. Ah, da kommen wir nicht runter. Da kann der Mario nicht einfach ein bisschen kriechen, Mann. Okay, dann müssen wir jetzt hier nach rechts. Oh, da sind wieder ein paar Feinde. Vielleicht gibt es auch wieder einen neuen Gegner. Nein, immer noch dasselbe. Oh, oh, geil. Alle schon gebasht. Geiler Scheiß, Mann. So, und du gehst jetzt auch down. Oh, ich liebe diese Kämpfe. Wir können jetzt schon so viel Schaden zufügen, das finde ich so episch. Ach man, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich das Spiel jetzt schon liebe. So, bam. Ich glaube, ein Erstangriff von Mario ist noch nützlicher, weil... Oh mein Gott, es sind diesmal drei von diesen Spackos. Die halten schon etwas mehr aus. Au, das war jetzt aber ein bisschen zu nahe dran. Okay, diesmal muss ich ein bisschen besser auf deren Angriffe aufpassen. Dass ich nicht so viel Schaden einstecken muss. So. Wollte gerade sagen, dass er die anderen bitte auch noch angreift. Und bekommt da wirklich jede Menge Kohle? Oder bilde ich mir das nur ein? Da sprießen die Münzen nur so raus bei jedem Angriff. Möglicherweise passt das hier noch so dazu. Ach, das sind schon wieder diese... Ich glaube also, wir müssen uns hier noch ein bisschen durchkämpfen, bevor wir dann diesen einen Wirbelsturm einsetzen können. Ich glaube, jeder Gegner hinterlässt Items, sobald er besiegt ist, also je nachdem. Beziehungsweise Münzen. Der hier drei Münzen. Aber es ist gut, da bekommen wir zusätzlich noch während des Kampfes Geld. Jetzt haben wir schon wieder über 250 Münzen. Also ich finde es episch. So. Jetzt gibt's. Ah ja. Müssen wir wieder mit den Nies arbeiten. Also Luigi. Warte, das. Achso. Ich bin noch nicht mal in der Nähe. Aber jetzt. Jetzt geht's. Okay, dann nies mal los. Tschum. Schon besser. So, ich glaube, ich brauche ihn erstmal noch hier, weil hier ist noch ein Spacko. Oder drei von denen. Aber ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt mir natürlich auch eure Meinung zu den neuen Traumkämpfen in Kommi schreiben, womöglich. Oh, das muss ich auch noch studieren. Das ist ein bisschen unfair, wenn er so nahe kommt. Muss ich auch noch näher studieren, wie dieser Angriff genau. Ey.
Okay, das war jetzt kein perfekter Sprung, aber egal. Immerhin ist der auch schon down. Wir können natürlich jetzt auch ein bisschen über neue... Oh, da habe ich was vergessen. So. Oh, das ist so geil. Schade, dass ihr das selber jetzt gerade nicht sehen könnt. Oh, oh. Gegen den möchte ich jetzt nicht alleine antreten. Oder ich probiere mal was aus. Wenn Luigi immer noch da drin ist, heißt das also, dass ich jetzt allein gegen dieses Vieh antrete oder kommt Luigi trotzdem? Nein, Luigi kämpft trotzdem noch mit. Also es ist alles in Ordnung. Ich dachte, ich müsste Luigi immer extra zurückholen. Habe ich mich vertan? Sorry, Leute. Man möge mir verzeihen. Bum, 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 bum. Tschüss, Luigi. Geh sterben. Also die Erfahrungspunkte, die steigen und steigen. Das ist gut, weil wir brauchen jeden Erfahrungspunkt, den wir kriegen können. Und auch jede Münze, die wir kriegen können. Ich möchte mir wieder ein McChicken Deluxe kaufen. Lecker, lecker, lecker. So, Luigi. Nächste Attacke! Ach, ich liebe das. Einfach herrlich. Okay, jetzt muss ich mir aber auch gescheitere Commentaries einfallen lassen. Vor dem, was könnte ich denn noch so... Wo könnte ich mich da eigentlich noch äußern? Beziehungsweise, was könnte mir noch so einfallen? Ich meine, die Kerze... Also irgendwie komisch ist, die Kerze hier kann man nicht ausblasen. Oder bin ich da nicht richtig gestanden? Ein weiterer Versuch. Nee, bringt nichts. Tut gar nichts. Weiß auch nicht. Passt aber irgendwie nicht dazu. Oh. Die Blockreihe hätte ich ja beinahe vergessen. Bringt auch noch Münzen. Das heißt auch mehr Money, Money, Money. Must be funny. In a rich man's world. Ja, ich kenne diesen alten klassischen Song. Wer von euch auch... wer von euch kennt ihn nicht? Schreibt es in die Kommis. So, hier muss ich runter... Hoffentlich kommen auch mal neue Feinde dazwischen, aber das wird dabei noch nicht so schnell der Fall sein. Oh, Pilz. Ich pilz meinen Pilz. Aber mal ernsthaft, das ist ein guter alter Klassiker. Also, ich weiß nicht, an welchem Jahr der jetzt eigentlich stammt, dieser Song, aber naja. Ich bin ja generell eigentlich schon mehr, ich denke auch meistens eher so modern, aber ein paar Klassiker finde ich auch selber geil, aus den 80ern oder 70ern. Ist halt Geschmackssache, was man jetzt halt als Musik hört und was nicht. Vor allem habe ich auch immer gerne, weil ich auch immer gerne die Animes geguckt habe, solche Musiken wie Dragon Ball Z oder Digimon-Musik, ja, Digimon-Musik angehört. Das müsst ihr euch mir vorstellen, ich habe da... Die ersten drei, die CDs zu den ersten drei Staffeln gesammelt, aber ab der vierten Staffel, ja, bekam ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wo, ich konnte es mir einfach nicht mehr kaufen. Und dann habe ich es auch aufgegeben, da geriet das dann bei mir in Vergessenheit. Dann geriet das bei mir in Vergessenheit und seitdem habe ich jetzt nichts mehr so in der Richtung gekauft. Höchstens solche Anime-Hits heißen diese. CDs, wo man wo Titelsongs von Anime-Fernsehen neu aufgelegt auf eine CD drauf sind. Aber nach einer gewissen Anzahl von diesen CDs gab es dann keins mehr. Also es kam dann keine neue Anime-Hits mehr raus. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil nicht mehr genug Musiken dafür zur Verfügung waren, also nicht mehr genug Songs. So, jetzt kann er mal diesen Riesen, diese... Oh mein Gott, ich möchte nicht wissen, was das für ein Sturm wird. Aber schauen wir erstmal, okay. Na los! Ah, da müssen wir länger kratzen. Und schon wird alles fortgeweht. Und das bedeutet Neins. Wir haben den nächsten Kisso befreit. Kisse gerettet. 3. Sehr gut, damit hätten wir schon alle gerettet. Ich meine, vielleicht könnte ich ja versuchen, jeden von ihnen zu retten, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch so unbedingt sehen wollt. Es gehört vielleicht zur 100% Challenge dazu, oder man befindet sie unterwegs. Ohnehin, wenn man unterwegs ist durch das Abenteuer. Ach man, jetzt hat sich die Kamera schon wieder zu sehr verschoben. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich richte das mal schnell.
so. Oh, endlich! Dankeschön! Entschuldige bitte die Frage. Hast du eine Ahnung, wo in der Traum mit Prinzessin Peach sein könnte? Prinzessin Peach? Du sagst, jemand hat sie in eine dunkle Höhle verschleppt? Korrekt? Ja, wissen wir nicht. Wohin sie gebracht wurde, das weiß keiner. Vielleicht. Vielleicht wurde sie in den Traumtiefen gebracht. Die Traumtiefen? Es gibt sie also wirklich? Euer Hoheit! Sie existieren wirklich. Nach allem, was ihr sagt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie tatsächlich in den Traumtiefen ist. In den Traumtiefen also. Traumtiefen? Was das wohl sein könnte? Im tiefsten Traum oder was? Traumtiefen sind wirklich tief, der tiefste Punkt des Traums. Ich habe das Gefühl, dass ich auch schon einmal dort war. Aber war ich wirklich da oder etwa doch nicht? Mal überlegen, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber... Auch doch kein Aber, sorry. Naja, also er weiß es leider nicht. Oh, aber wisst ihr was? Geht von hier aus nach Süden. Dort werdet ihr die Traums wohl finden, den Ältesten der Kisse. Traums hat vielleicht eine Idee, wie es in den Traumtiefen gelangt. Okay. Wohl wahr, Traumsurf war sicher etwas. Sobald wir wieder an Fläche sind, müssen wir nach Süden. Wir sollten uns diesen Pilzwaldpark ansehen. Ja, wird eh Zeit. Vielen Dank, dann haben wir eine Chance, die Prinzessin zurückzuholen. Ach ja, redet mit mir, wenn hoch möchtet. Aber wenn wir da jedes Mal diese Traumwelt besuchen müssen dazwischen, ich weiß nicht, ob das sich jetzt irgendwann hinzieht oder irgendwann einen anödet, weil ständig dasselbe Prinzip ist bei jeder Welt. Ein Kissel finden, ihn retten, durch die bei der Traumwelt retten und dann wieder ein Stückchen voranzukommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie mit dem Schiebepitter ein Ziel aus? Ich wollte eigentlich da nach hinten. So, ja, Hilfe. Hab ich schon. Okay, jetzt aber an die andere Richtung hätte ich drücken müssen mit beiden. Oh, das ist auch wieder so ein Wechselblock. Klassisch aus Mario & Luigi Superstar Saga. Läuft der Welt bei mir auch noch. Bonbon? Was ist das denn? Ist das so eine Art Elixier oder was? Ah nein, da, Items. Okay, Bonbon, stellt ein paar KP und BP. Oh, ja, doch, tatsächlich Elixier. Sowas in der Art. So wie wir es in Final Fantasy kennen. Ja, dann. Bring uns bitte ans Ziel. So. Und schon. Können wir wieder in den. Ey, ich wollte da noch nachgucken. Okay, egal. Jetzt sind wir tatsächlich auf der anderen Seite. Schön, dass das geklärt ist. Aber was uns jetzt hier an diesem neuen Ort, in diesem Pilzpark, erwarten wird, sehen wir im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash Wodefreak 89. Und nicht vergessen, noch 5 Tage bis Pikmin 3. Nicht verpassen. Und guckt bitte auch meine anderen Let's Plays, wenn ihr noch mit dabei sein wollt. Also, sage ich wieder voller Stolz, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.